Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, willkommen zurück zu unserem Questyland Teil 19 haben wir heute. Weiter geht's mit unserem Scratchy, den hatten wir in der letzten Folge ja kopflos stehen gelassen. Müssen wir ja heute noch berichtigen. Ihr solltet ja, sag ich mal, zur letzten Folge noch hier bei der anderen Hand diese Kette machen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt gemacht. Ansonsten nachholen. So, und bevor wir, sag ich mal, uns gleich auf ihn stürzen, kleines Thema nochmal zur Achterbahn. Ihr durftet ja entscheiden, wollen wir die nur als Deko bauen oder benutzen? Und ich sag mal, die für Benutzen geschrieben haben, haben gewonnen. 3-2 war der Endstand denn jetzt, als ich geguckt hatte, jetzt aktuell. Von daher werde ich die so bauen, dass man die benutzen kann. Ich sag mal, morgen kommt noch nicht gleich der nächste Teil, also wer jetzt dieses Video heute guckt, also morgen kommt nicht gleich der nächste Teil, ich muss ja eine ganze Achterbahn mal gucken, brauche ich ein bisschen. Und ja, so viel erstmal dazu gesagt. Dann würde ich mal sagen, bauen wir erstmal unseren Scratchy weiter, denn heute müssen wir noch den Kopf bauen, wie die Kugeln und natürlich der Schwanz von unserem Scratchy. Aber nicht, was ihr wieder denkt. Nein, der Katzenschwanz, der hinten dran ist. Genau. Aber würde ich mal sagen, fliegen wir erstmal in die Kiste ran, denn wir müssen uns ja auch erstmal unser Blockmaterial wiederholen. So, für den Start würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Kopf an. Das ist ja, glaube ich, das wichtigste Teil immer. Dann nehmen wir erstmal einen Geschwindigkeitsdrang zu uns und dann platzieren wir einmal eine Quarzstufe vor uns. Rote Wolle, schwarze Wolle, gelbe Wolle und natürlich rosane Wolle. Wenn wir dieses Blockmaterial haben, geht es auch gleich los. Und zwar beginnen wir mit schwarzer Wolle. Dafür fliegen wir einfach mal oben auf unseren Kopf rauf. Sollte das Ganze jetzt erstmal so aussehen, ne? Ich hoffe, sieht auch bei euch noch so aus. Von daher gehen wir erstmal an die Seiten, da wo die Arme sind. Wir hatten ja, sag ich mal, hier so, ne, zwei Plattformen, also so zwei Reihen hier von Dreiern, ne? Da platzieren wir auf den inneren, sag ich mal, erstmal hier nochmal einmal drei rauf und dann einmal noch nach hinten, haben wir insgesamt hier vier. Das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite hier, einfach so vier Blöcke nach hinten platzieren. Dann müssen wir das Ganze einfach einmal nach hinten noch so machen. Dabei lassen wir die Ecken einfach dann weg und vorne natürlich auch. So, obwohl vorne machen wir einfach gerade ran. Wenn wir das Ganze haben, gehen wir, weil es so schön war, ganz einfach noch einmal überall einmal nach vorne. Die Ecken schlagen wir dann aber wieder weg. Oh, Ecken alle wieder wegschlagen. Gehen wir hinten auch nochmal einmal weiter. Oh, ich gehe jetzt einfach mal rum. Super, okay. Die Ecken müssen wir, wie gesagt, immer wegschlagen. Wenn wir das haben, könnten wir erstmal alles hochziehen. Und zwar alles, was wir jetzt da einmal so nach außen gezogen haben, ziehen wir jetzt nochmal auf insgesamt erstmal vier. Den unteren haben wir jetzt mal mitgezählt. Ansonsten ne, drei weitere Blockreihen oben drauf platzieren. So, das machen wir auch erstmal einmal komplett ringsrum. So. Dann hier einmal lang und dann hier die Seite nochmal hochziehen. Wenn wir das Ganze haben, platzieren wir, sag ich mal, wenn wir jetzt auf der Vorderseite stehen, jetzt hier auf diesen einer nochmal eine Reihe mehr, hier vorne einmal mehr und das gleiche Spiel hinten auch nochmal. Die Seiten lassen wir das Ganze erstmal auf vier. Danach verbinden wir einfach jetzt hier die Seiten noch miteinander und dann haben wir die schöne Aufgabe, den ganzen Kopf einmal zuzuziehen. So, machen wir das Ganze hier einmal zu und dann machen wir uns gleich mal erstmal, würde ich mal sagen, ans Gesicht dran. So, erste Aufgabe von unserem Gesicht ist erstmal die Mitte suchen. Die wäre hier. Da gehen wir einmal zur Seite, achten darauf, dass wir oben nochmal schwarze Wolle haben und ziehen dann erstmal hier drei runter. Ja, das machen wir erstmal. So, andere Seite auch. Und dann können wir die Markierung wegmachen. Danach gehen wir nochmal zweimal so auf einer Höhe von 3 zu den Seiten. Aha. So, jetzt sind das schon mal unsere Augen. Jetzt nehmen wir erstmal noch schwarze Wolle und machen einfach mal hier in der Mitte blub, die Pupillen rein, und damit er auch immer gucken kann. Sieht dann schon ein bisschen witzig aus, ne? Ja, gut, hier unten, das machen wir einfach mal hier weg. Und das gleiche Spiel nochmal hier auf der anderen Seite in der Ecke. Machen wir auch nochmal weg. So, das sind jetzt, sage ich mal, unsere Augen. Danach nehmen wir einfach mal rosane Wolle und platzieren die jetzt einfach mal hier unten hin. Einfach da so in der Mitte. Danach nehmen wir wieder schwarze Wolle zur Hand und platzieren jetzt einfach darunter, sag ich mal, drei so quasi und das Ganze noch einmal weiter nach vorne. Denn einfach von den Seiten gehen wir nochmal so nach vorne. So. Obwohl, den ersten machen wir nochmal weg. Das unten können wir einfach mal nachziehen.
Und ich würde mal sagen, bevor ich mich verbaue, gehe ich mal kurz ein bisschen luschern, wie ich das hier gemacht habe. Ja, doch, so. Ja. Also, wir ziehen das Ganze hier so zwei nach vorne. Insgesamt sind es ja hier drei. Und dann darunter gehen wir jeweils zur einen Seite noch einmal. So, das Ganze dann ein bisschen dick machen unten. Dann sieht das Ganze erstmal so aus. Ja. Okay. Wenn wir das Ganze haben, nehmen wir einfach mal unsere Quarzstufen und machen ihnen einmal so zwei so Zähne an den Seiten. Wenn wir das haben, nehmen wir jetzt einfach mal rote Wolle und machen ihnen eine Zunge. Dabei hauen wir mal das hier einmal oben wieder weg. Oder setzen da einmal rote Wolle hin, an der Seite dahinter. Und dann nochmal so schräg davor. Genau. So, das ist jetzt seine Zunge. Die kriegt dann noch, sag ich mal, so einen schwarzen Streifen, ne? So ein bisschen die Zunge ein bisschen deutlicher zu kennzeichnen. So, und das ist, sag ich mal, sein Mund. Nun machen wir uns einfach noch um den Rest des Kopfes. Ich würde mal sagen, wir machen zuerst mal ein bisschen so sein Fell müssen wir ja hervorbringen an den Seiten. Am Kopf sind ja so, sag ich mal, seine Fellspitzen ein bisschen abgehoben. Von daher gucken wir einfach, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier bei dieser Fläche sind. Unten jetzt auf der rechten Seite lassen wir den ersten Block normal, dann beim zweiten platzieren wir einfach ein. Dann gehen wir einfach mal hier so eine Ecke platzieren wir. Dann hier unten einfach mal dran noch so ein Zweier. Ich hoffe, man sieht das hier bei der schwarzen Wolle ein bisschen. Dann platzieren wir oben einmal in die Ecke nochmal ein, setzen oben wie zur Seite einen ran und schlagen den weg, den wir zuerst platziert hatten. Und danach, irgendwo mussten wir noch einen platzieren. Ich guck mal kurz, obwohl, nee, das war es eigentlich schon. Okay, das Ganze machen wir auch nochmal auf der anderen Seite genau gleich. Also hier einfach vorne, blub, nach dem ersten dann einen platzieren. Danach einfach so eine Ecke machen. Hier oben einfach nochmal einen platzieren, dass wir erstmal so ein Viereck haben. Blub, blub, oben und zur Seite und fertig. Obwohl, könnten ja noch... ich weiß nicht. Oder doch? Ja, habe ich das auf der anderen Seite nicht gemacht. Warum sieht mir das da ein bisschen besser aus? Achso, ich hatte ja hier, blub. Genau, so war das. Habe ich gerade gewundert. Naja, hier unten so ein Zweier. Okay, wenn wir das Ganze denn so etwa haben, machen wir jetzt einfach mal seine Ohren. Dafür hatten wir hier oben an den Seiten ja quasi noch solche Vierer, ne? Bei den letzten, hier auf der rechten Seite, sag ich mal, beim Vierer platzieren wir zwei, gehen hier wieder ein hoch, nochmal so ein Zweier, noch einmal hoch, ne? Wieder so ein Zweier. So eins, zwei, dreimal ein Zweier. Beim letzten Zweier nochmal einer oben. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal zwei dick. Gehen wir nochmal zur Seite. So, okay, das ist schon mal das erste Ohr. Danach machen wir das gleiche Spiel erstmal noch synchron auf der anderen Seite. Hier haben wir den Vierer, hinten platzieren wir zwei. Und dann wieder immer so schräg dreimal Zweier hochgehen. So, wenn wir das haben, auf dem letzten Zweier platzieren wir nochmal einen. Das Ganze machen wir nochmal einmal ein bisschen dicker nach innen. So. Ja, jetzt gucken wir einfach mal ein bisschen von hinten über den Kopf. Und da müssten wir jetzt, sag ich mal, hier hatten wir so einen Vierer jetzt quasi. Und da platzieren wir unten nochmal ein. So wie hier. Und dann immer lassen wir einen Block frei und dann setzen wir immer wieder ein. So, ne? Danach machen wir nach dem das hier einfach mal ein bisschen zu. Und können das Ganze mal nach vorne ziehen, sodass hier einfach immer noch, sag ich mal, so ein Block quasi dazwischen Platz hat. So, und dann füllen wir das Ganze hier einfach mal aus. Und fertig müsste so etwa der Kopf jetzt sein. So sollte er dann aussehen. Und wenn ihr das habt, fliegen wir nochmal ein bisschen hinten hin. Und wir müssten, sag ich mal, hatten wir ja hinten ja fast wie eine Pyramide gemacht. Machen wir hier nochmal dreimal ein bisschen runter. Könnten dann hier, blub, nochmal einsetzen. So, das ist dann der Hinterkopf. Okay, so, dann haben wir den Kopf fertig. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal an die Kugeln ran. Obwohl, wir könnten auch erstmal noch den Schwanz machen. Also, der Schwanz von unserer Katze ist relativ einfach gemacht. Und zwar fliegen wir einfach dahinter natürlich. Und dann gucken wir einfach mal, wo denn hinten die Mitte ist. Die wäre ja hier. Platzieren einfach auch so jetzt wie hier, ich jetzt einen Block. Etwa so, dass wir, sag ich mal, bis wir hier zur Drehung unserer Katze, ne, noch einen Block Platz haben. Dann gehen wir nochmal einen so nach unten. Und dann können wir eigentlich den Schwanz der Katze ein bisschen formen. Da gebe ich euch jetzt nichts vor. Das könnt ihr euch... mal ein bisschen anpassen. Das mache ich auch eigentlich immer wieder anders.
war jetzt ja einfach mal nur so leicht jetzt erstmal die Andeutung. Ne, so etwa kann man sich denn den Schwanz machen. Die kann man jetzt quasi noch ein bisschen dicker sich machen, immer wieder sich ein bisschen besser formen. Aber vielleicht nicht zu dick. Zweier Dicke sollte ausreichen, denn wenn wir mal hier noch so einen schräg können. So in etwa denn. Dass man sich den so ein bisschen dahin dreht. Okay. Mehr wollte ich jetzt auch nicht zum Schwanz sagen. Und dann sind wir jetzt eigentlich jetzt langsam mal angekommen, die Kugeln zu machen. Dafür müssen wir erstmal unser Blockmaterial nochmal wechseln. Blub, nehme ich das mal weg und hole mir mal hier Neues raus. Denn für unsere Kugeln brauchen wir ganz einfach mal gesagt, ja, weißes Glas, aber ihr könnt auch immer wieder euer eigenes Lieblingsglas nehmen dafür. Denn Bruchsteinmauer brauchen wir, eine Eisentür brauchen wir und natürlich schwarze Wolle. Wie ein Geschwindigkeitstrank, der darf wie immer nicht fehlen. Wenn wir alles haben, geht's los erstmal mit schwarzer Wolle. Wir fliegen einfach mal so hin. Wir sollten ja hier unten jetzt, sag ich mal, so, so eine kleine Plattform haben, ne? An den Seiten Dreierbreite und vorne wie hinten eine Zweierbreite. So, da gehen wir jetzt einfach mal, sag ich mal, noch einmal so von den Seiten einmal rum, sodass die Blöcke einmal abstehen davon. Gehen wir einmal komplett rum jetzt. Die Ecken sollten wir dann immer wieder wegschlagen, die überstehen. Ne? So, bis wir dann wieder vorne angekommen sind. Die Ecken dann natürlich wieder wegschlagen. So, okay. So, das ist jetzt der obere Teil unserer Kugel. Das Ganze ziehen wir jetzt noch zweimal runter, dass wir insgesamt dreimal das haben. Oh, machen wir auch wieder einmal komplett ringsrum. So, alles hier schön runterziehen auf zwei. Und insgesamt ist es ja eigentlich auf drei. Und wenn wir das haben, machen wir eigentlich das gleiche Spiel wie oben. Das heißt jetzt einfach, füllen wir einfach die innere Fläche unten aus. Ja, andere Seite natürlich auch noch hier zuziehen. Und fertig ist eigentlich unsere Kugel. Jetzt können wir eigentlich schon gleich mal unser Glas nehmen. Dabei setzen wir das Glas jetzt, wenn wir vorne stehen, bei den Zweier auf die innere Seite, wo unsere Katze ist. Und dann lassen wir mal, sag ich mal, einmal schwarze Wolle und dann machen wir wieder Glas, schwarze Wolle, Glas, schwarze Wolle, Glas. Ja, und das halt immer einmal komplett ringsrum. Okay, wenn wir das haben, wechseln wir jetzt zu unserer Bruchsteinmauer. Die platzieren wir jetzt einmal. Wir hatten ja, sag ich mal, in den Ecken immer so einen Einerblock. Da jeweils oben und unten einfach mal erstmal Bruchsteinmauer. Das machen wir auch erstmal einmal komplett ringsrum. Oben wie unten. So und so. Und wenn wir das haben, machen wir, sag ich mal, jetzt wo die Kette ist an den Seiten nochmal Bruchsteinmauer, denn da nochmal. Gleich daneben nochmal Bruchsteinmauer und das gleiche Spiel auch nochmal unten. Da machen wir aber nur an den Seiten oder den Dreier ein. Und jetzt hier haben wir, sag ich mal, eine Zweiermitte, da machen wir dann auch einen Zweier hin. So, jetzt haben wir aber, sag ich mal, in unsere Kugel ja keinen Eingang, ne? Wie soll man denn da reinkommen? Dabei können wir jetzt einfach mal, sag ich mal, zu einer Seite fliegen. Jetzt quasi diese hier, Dreierseite, wo wir das Glas genau in der Mitte haben. Das schlagen wir natürlich weg und setzen die Tür nach innen gesetzt ein. So, und jetzt kann man da natürlich dann reinkommen. Ich weiß zwar nicht, wie genau, vielleicht muss man da ja reinfliegen. Und dann kann man in die Kugel und dann wird man rumgeschleudert. So, ich würde mal sagen, die Kugel bauen wir nochmal auf der anderen Seite, dass ein bisschen drin ist jetzt, wie man die baut. Oh, ich mache das mal hier ein bisschen flott. Also wie gesagt, einmal so nach außen nochmal rumziehen. Ja, die Ecken dann im Nachhinein wegschlagen. Und wenn wir das haben, ziehen wir das Ganze jetzt noch zweimal runter. Ja, machen wir auch einmal komplett ringsrum. Ja, und wenn wir das haben, machen wir einfach noch den Boden rein. Sollte aber natürlich einmal nach unten gesetzt sein. Das Ganze hier dann schön zumachen. Und wenn wir das haben, nehmen wir erstmal unser Glas zur Hand und setzen jetzt bei der anderen Kugel das Glas jetzt nicht so wie jetzt, also synchron wie da, also jetzt setzen wir es nicht hier ein, sondern einfach spiegelverkehrt, fangen wir als Tier einzusetzen, immer da, wo die Katze ist, setzen wir das erste Glas auf der Seite hin. Lassen dann wieder immer einen Block da und dann wieder weg. Ne? Und dann ziehen wir das Ganze einmal wieder rum. So, weil hier kommt ja dann quasi unsere Tür wieder hin. Ne? Mache ich einfach schon mal. Danach nehmen wir dann einfach unsere Bruchsteinmauer, machen noch diese Stacheln hin von unseren, so Morgenstern kann man ja sagen.
Ne, wie gesagt, könnt ihr natürlich auch willkürlich setzen, muss nicht so sein, aber ich finde das eigentlich optisch am besten, wenn man das hier so macht wie ich. Und ja, so, da müssen wir noch. Okay. So, das ist jetzt quasi dann die Kugel. Haben wir auch überall gesetzt, die Pika, ja. Jo, das ist dann, sage ich mal, unser Scratchy. Na gut, jetzt den Schwanz müsste ich noch ein bisschen machen, ne? Wie gesagt, den könnt ihr euch ruhig noch ein bisschen so dick machen. Vielleicht so Zweier Breite, Dreier Breite würde ich jetzt euch nicht raten. Das finde ich immer nicht so optisch passend. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ah, vielleicht noch. Naja, da feile ich noch ein bisschen dran. Muss man sich so ein bisschen hinziehen. Okay, das ist dann, sage ich mal, unser Scratchy. Der ist jetzt fertig. Ich werde mir das Ganze noch vielleicht mal unten noch ein bisschen dekorieren mit Sand und ein paar Palmchen noch an den Seiten. Und ja, so ist er denn. So, dann mache ich mich dann wieder an die Arbeit, erstmal die Achterbahn zu entwerfen. Vielleicht kommt noch kurz noch davor noch was anderes in unser Krusty Land. Mal gucken, da fehlt dann noch so ein paar Imbissbuden und sowas. Und ja, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns Safety hin vor unserer Scratchy Armee. Und dann war es das wieder erstmal von meiner Seite. Sag einfach mal, schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und ja, tschüss.